So, hallo meine lieben Leute und willkommen zu einer weiteren Folge kostenlose Steam Games. Wie ihr schon wahrscheinlich gemerkt habt, widme ich mich jetzt des Öfteren den kostenlosen Steam Games, weil ich insgesamt merke, dass euch das scheinbar etwas mehr interessiert als die anderen Sachen. Das ist ja auch völlig legitim. So, wir befinden uns jetzt in einem sehr lauten Spiel. Gott. Namens 1982 oder 1982. So. Maus, okay. Ihr seht schon, das ist ein sehr retro-mäßiges Spiel. Hier sieht alles aus wie bei, wie hieß das nochmal, das alte Spiel? Space Defenders? Nein, Quatsch. Ich komme gerade nicht drauf. Und ich werde jetzt einfach starten. Die Steuerung mit der Maus. Wow. Also, ich befinde mich hier. Im absolut allerersten Level und es ist schon völlig verrückt. Arcadia! Mit Ruin! Wow! Ich weiß gar nicht, wie ich hier kommentieren soll. Wow! Einfach nur abgefahren und extrem laut. So, ach, das ist doch deutlich angenehmer hier. So, also ich kann scheinbar meine Power-Ups auch erschießen, kaputt schießen. Ist natürlich echt schlecht. Hieß das nicht Space Defenders damals? Nein, es ist nicht Space Defenders. Oder doch? Ich weiß es gerade nicht mehr. Auf jeden Fall erinnert es extrem daran. Da war wahrscheinlich so eine kleine Truppe von... Oder wer weiß, wie viele da überhaupt dran waren. Vielleicht auch nur ein, zwei Personen, die das gemacht haben. So ultra anspruchsvoll sieht es jetzt nicht aus. Weil ich das auch als Handyspiel ziemlich gut machen könnte, würde. Also 1982. Vielleicht kam das Spiel ja auch einfach da raus und deshalb haben wir das so genannt. Ich werde das gleich nochmal googeln und wenn ich dann jetzt mit meiner Vermutung recht hatte, dann werde ich das in die Beschreibung schreiben. Ich glaube, rechts ist die Anzeige vom... Okay. Ja, nice.
Gehen wir erstmal wieder ins Main-Menü gucken, was wir noch machen könnten. Also normaler Modus, den haben wir jetzt gerade gespielt. Dann gibt es noch die. Man kann noch auswählen, was wir haben wollen, aber Normal war okay. Aha, da ändert sich das Jahr. 82, 92, 2002. Immer 10 Jahre weiter. Weiß jetzt nicht, was das zu sagen hat, ehrlich gesagt. Vielleicht sind die Spiele neu rausgekommen, ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, wir probieren es auch noch mal kurz Arcade aus und. Ach so, okay, das war Arcade. Das war Arcade. Dann gibt es so einen Survival-Modus, dann gibt es Time Attacks, kann man hier umstellen, um das dann damit zu starten. Okay, ja, easy. Genau, Survivor wahrscheinlich so lange, bis man einfach einen Highscore hat und solange man überlebt hat, ist toll. Time Attack auf Zeit Punkte sammeln. Ja, so wie man das halt auch kennt von früher, glaube ich. Okay, ich würde sagen, wir probieren dann einmal ein Time Attack und dann haben wir es auch schon. Lass mich hier schon ordentlich abballern. Also ich merke gerade, auf die Metroiden muss ich gar nicht so krass achten. Ich muss nur achten, dass die mich nicht zerbomben. Ich muss auf die Raumschiffe, die gegnerischen Raumschiffe in erster Linie achten. Die, glaube ich, Energie abziehen von dem, ja, von der Erde oder was, keine Ahnung. Ah, ein Boss. Was ist das denn? Wow, ein Erdball. Der böse Erdball, Arcadia. Alter, ich hab schon ja ganz wenig Energie. Oder wo ist meine Energie? 3 Leben? Oder? Ich komme noch nicht klar. Hilfe! Wow! Name doch einfallen. Und Panzer gibt es auch, ein fliegender Panzer. Ist die Lautstärke wieder mehr geworden oder ist einfach, weil so viel im Bild ist? Ich habe keine Ahnung. Es gibt auch Power Ranger, böse Power Ranger oder Roboter oder was auch immer. Hilfe! Abgefahren. Boah. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Wow! Hilfe! Oh mein Gott! 56. im Global Rank. 56. im Global Rank. Das ist gar nicht so scheiße, oder? Ich meine, das ist jetzt, glaube ich, auch erst heute rausgekommen, das Spiel, aber trotzdem. Ja, man kann seinen Spielernamen noch umbenennen, das ist ja gut, okay. Doch, auf jeden Fall interessant, macht schon Spaß. Für umsonst, warum nicht, ne? Das Ganze ist, glaube ich, ich weiß nicht wie viel, 11 MB groß oder sowas. Das ist innerhalb von einer Sekunde runtergeladen. Ja, viel Spaß damit. Schön, dass ihr dabei wart. Lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da, falls ihr es noch nicht tut. Euer Niki von Nikis Box Eyes. Auf Wiedersehen!